Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Daily Shops. Und ja, ich muss euch enttäuschen, ich bin doch nochmal da. Fix mein Name. Guten Tag, Leute. Und ich muss mich ein kleines bisschen beeilen. Heute gibt es einen Quick Shop, würde ich mal sagen. Heute werde ich euch den Shop ganz schnell vorstellen. Heute ist der letzte Tag, an dem ich den Shop für euch zeige. Chris hat heute leider doch noch keine Zeit gehabt und hat mich gebeten, nochmal den Shop zu machen. Und Leute, Ehrenbruder Fix macht das natürlich. Falls ihr Bock habt, erstmal Werbung an der Stelle, schaut gerne auf meinen Kanal vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Aber ich muss mich beeilen, damit der Shop für euch online kommt, wenn ihr aufsteht. Schönen guten Morgen, Leute. Montag, man kennt ihn, ne? Leute, heute Shop im Schnelldurchlauf. Die Skins von gestern sind am Start. Einmal Paradox hier, kennt ihr wahrscheinlich schon, ne? Komische Skin, haben viele nicht so gefeiert. Dann die Lace ist am Stissel mit dem coolen Backpack. Feier ich, habe ich mir gegönnt. Kann man machen. Piggy habe ich mir auch gegönnt. Ist ganz cool, lässt sich auch relativ cool spielen. Und hier das Dach. Ja, Leute. Dach halt, ne? Dann haben wir wieder ein paar Weihnachtsskins am Stissel. Einmal haben wir die Zuckerhacke mit drin. Für 1500 V-Bucks, extrem teure Spitzhacke, habe ich mir nicht geholt und lohnt sich auch nicht wirklich. Die Glühweinagentin ist wieder am Stissel. Sehr feierbarer OG-Skin, habe ich mir natürlich gegönnt, Leute. Ihr wisst Bescheid, 800 V-Bucks kann man machen. Genauso wie hier Yuletide Ranger, auch am Stissel. 800 V-Bucks kann man sich safe gönnen, Leute. Kostet ja fast gar nichts. Dann haben wir den Halunken drin für 1500 V-Bucks. Ich habe ihn mir nicht gekauft. Ich habe mir die weibliche Variante davon gekauft. Ja, habe ich gefeiert. Finde ich immer noch ziemlich cool. Und kann man sich auf jeden Fall gut geben. Die Spee-Spezialistin ist auch am Start. Die Weißmütze sozusagen. Finde ich cool. 1200 V-Bucks. Man kennt ihn, ne? Tai Chi. Ein neuer Emote. Beziehungsweise ein alter Emote. Ja, richtig cool. Wird sich auf jeden Fall gegönnt, Leute. Haben wir den Tai-Chi-Emote noch am Stissel. Mal gönnt sich ja sonst nichts. Und dann haben wir einen richtigen OG-Emote drin. Und zwar den Breakdance-Emote. Yeah, Leute. Der Breakdance-Emote, richtiger OG-Emote. Gab es schon sehr, sehr lange im Shop. Beziehungsweise schon sehr früh ist er in den Shop gekommen. Season 1 oder Season 2, glaube ich sogar. Ich glaube, Season 2. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und die Pömpelhacke, auch eine OG-Hacke. Für alle Leute, die es nicht wissen, das ist eine Hacke, die wurde für Lyncher gemacht. Und ja, die einzige Hacke im Spiel, die für einen Streamer am Stessel ist. 800 V-Bucks, kann man sich gut gönnen. Und zum Schluss nochmal einen hässlichen Standardgleiter. Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Würde ich mir niemals kaufen. Leute, das war der Quick Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja gleich auf meinem Channel oder ich weiß auch nicht. Viel Spaß in der Schule, Leute. Bis dahin und morgen ist wieder Chris da. Schreibt noch in die Kommentare Top oder Flop zum Shop. Bis dann. Tschüssi.